Ja, wir wollen uns heute anschauen die Lösung unter- und überbestimmter Gleichungssysteme. Und da möchte ich zunächst mal sagen, was ich damit meine. Wir wollen nach wie vor lösen ein Gleichungssystem AX gleich B, aber diesmal lasse ich für die Matrix A alles zu. Das heißt also, die Matrix A ist eine Matrix aus dem R hoch M Kreuz N. Die rechte Seite B ist entsprechend ein Vektor aus dem R hoch M und der Vektor X kommt aus dem R hoch N. Und auch für diese Matrix A lasse ich alles zu. Die muss nicht invertierbar sein, kann sie sowieso nicht, wenn sie rechteckig ist. Es könnte die Nullmatrix sein, ich lasse alles zu. Zur Motivation schauen wir uns mal einen typischen Schulversuch an. Sie wollen in der Schule das Hooke'sche Gesetz überprüfen, einführen. Und naja, das Hooke'sche Gesetz sagt, wenn ich eine Last an eine Feder hänge, dann ist die Position dieser Last gegeben durch g von x gleich s mal x plus b. X ist das Gewicht, s ist die Federkonstante und b ist die Nullstellung. Das heißt, Sie machen einen kleinen Versuch. Sie wollen s und b bestimmen und Sie messen für unterschiedliche Lasten die Position des Gewichts. Okay, nehmen wir mal an, Sie machen erstmal genau zwei Versuche. Sie lassen die Schüler genau zwei Lasten anhängen. Naja, dann wissen wir, dann bekommen wir einmal eine Position G1 zum Gewicht X1 und eine Position G2 zum Gewicht X2. Das heißt also, unsere Formel hier oben sagt uns, S mal x1 plus b gleich g1 und S mal x2 plus b gleich g2. Also bei Gewicht x1 ist die Position g1, bei Gewicht x2 ist die Position g2. Das heißt, diese beiden Gleichungssysteme müssen erfüllt sein, diese beiden Gleichungen müssen erfüllt sein. Und na, jetzt haben wir ein 2 Kreuz 2 Gleichungssystem. Ich habe das hier mal grafisch gelöst. Durch diese beiden Punkte sollte eine Gerade gehen und das ist natürlich auch tatsächlich der Fall. Das heißt also, dieses Gleichungssystem hier unten ist tatsächlich eindeutig lösbar. Ich kann S und B eindeutig aus diesem Gleichungssystem bestimmen, unter der Voraussetzung, dass x1 und x2, also wirklich zwei, ungleich sind, dass ich wirklich zwei unterschiedliche Lasten angehängt habe. Das heißt also, hier stimmten die Anzahl der Messpunkte und die Anzahl der Variablen, die ich suche, überein. Und in diesem Fall haben wir tatsächlich hier vorne ein quadratisches Gleichungssystem. Das heißt, unsere Matrix A ist quadratisch. Hier war es sogar so, dass unsere Matrix invertierbar ist. Und das Gleichungssystem ist eindeutig lösbar. Das ist der übliche und normale Fall. Ein nicht so erfahrener Lehrer wird die Schüler auffordern, nicht zwei Versuche zu machen, sondern zur Sicherheit mal drei, vier, fünf Versuche zu machen mit unterschiedlichen Lasten und unterschiedlichen Auslenkungen. Was dann natürlich passiert ist, genau das hier vorne. Die Schüler vermessen sich natürlich und die Punkte liegen irgendwo. Ja, also wir haben hier bei der Last X1 Position G1, X2 Position G2, X3 hier, X4 und so weiter. Naja, jetzt suchen Sie wieder die Gerade, auf der alle diese Punkte liegen und da sehen Sie natürlich, dass es gibt keinen. Ja, also wir müssen irgendwie eine Gerade suchen, die so ungefähr alle diese Punkte verbindet, ja, wo die Punkte nicht allzu weit weg liegen von dieser Geraden. Okay, gut. Das heißt, erstmal, es gibt keine Gerade, auf der alle diese Punkte liegen. Das heißt also, wir können feststellen, wenn wir mehr Messpunkte als Variablen haben. Das heißt also, das würde für unser Gleichungssystem bedeuten, es muss erfüllt sein, s mal x1 plus b gleich g1, s mal x2 plus b gleich g2 und so weiter bis s mal x5 plus b gleich g5. Da gibt es keine Lösung. Das heißt, wenn wir zu viele Gleichungen haben, haben wir im Allgemeinen keine Lösung unseres Gleichungssystems und wir nennen dieses Gleichungssystem überbestimmt. Der Vollständigkeit halber, wir könnten natürlich auch hingehen und sagen, wir machen nur eine einzige Messung. Ja, das heißt, wir messen nur bei der Last X1 die Position G1.
Die einzige Gleichung, die ich dann habe, ist S mal x1 plus b gleich g1. Daraus kann ich S und b natürlich nicht bestimmen. Im Allgemeinen gibt es unendlich viele Lösungen, die das hier vorne tatsächlich erfüllen würden. Und das sehe ich natürlich hier vorne auch in meiner Grafik. Wenn ich den Punkt einzeichne, naja, dann suche ich irgendeine Gleichung, also irgendeine Gerade, die durch diesen Punkt geht. Das sind natürlich unendlich viele und ich habe tatsächlich unendlich viele Lösungen. Diesen Fall nennen wir auch unterbestimmt. Und das sind genau die drei Fälle, um die es heute gehen soll. Für n gleich m ist im Allgemeinen das Gleichungssystem ax gleich b eindeutig lösbar, es sei denn, die Matrix A ist nicht invertierbar. Für m größer als n, das heißt, wir haben zu viele Gleichungen, in dem Fall ist das Gleichungssystem im Allgemeinen überbestimmt, das heißt, wir haben überhaupt keine Lösung. Und wenn ich zu wenige Gleichungen habe, habe ich im Allgemeinen unendlich viele Lösungen. Okay, und dafür wollen wir uns eine vernünftige Lösung überlegen. Vielleicht noch eine Bemerkung. Ich habe das jetzt hier für Graden gemacht. Ich kann das Ganze natürlich auch für Polynome vom Grad n machen. Und entsprechend sieht man dann sofort, man braucht auch halt auch tatsächlich n. Man braucht da tatsächlich n Gleichungen. Das heißt, auch in diesem Fall können wir alles machen mit m gleich n und so weiter.